Moin Moin, du bist im Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meiner Reihe Der Flotte Dreier, wo ich euch drei praktische und günstige Ausrüstungsgegenstände in kurzer Zeit vorstelle. Viel Spaß mit dem Video. Als erstes auf der Liste haben wir passend zum jetzt kommenden Herbst einen Regenponcho. Leider lässt das Nass im September selten auf sich warten. Da schafft der Poncho, den ich seit über einem Jahr benutze, Abhilfe. Dieser wiegt 360 Gramm, ist 144 x 205 cm groß und stammt von der Marke Normani. Insgesamt ist der Poncho wasserdicht, wenn man auch sagen muss, dass er nicht besonders groß ist. Eure Beine werden bei starkem Seitenwind nass werden. Dafür kostet der Poncho nur 19 Euro und hat eine entsprechende Qualität. Kein Outdoor-Utensil für die Ewigkeit, aber nützlich für einige Touren. Seitlich befinden sich Knöpfe, um den Poncho in gefalteten Zustand zu halten. So kann man ihn nicht mehr über den Rucksack werfen, erhöht aber die Wasserdichte für den Oberkörper und vermeidet lästiges Herumflattern. Die Kopfaussparung kann mit Kordeln noch verengt werden. Alles in allem ein günstiger Poncho, der tut, was er soll. Am besten bei regenreichen Touren kombinieren mit Gamaschen oder einer wasserdichten Hose. Der zweite Ausrüstungsgegenstand ist mir als eine von zwei Sachen zur Verfügung gestellt worden. Der Camtoa 3 Jahreszeiten Schlafsack. Der Schlafsack wiegt knapp 700 Gramm und ist 190 cm in der Länge mal 75 cm in der Breite. Das Packmaß beträgt 29 x 12 cm bei einer optimalen Schlaftemperatur von 9 bis 15 Grad. Beim Preis sind mit 30 Euro zu rechnen. Dieser Schlafsack verfügt über keine Kapuze, das heißt, er ist oben komplett offen und sollte bei kalten Temperaturen mit einer Mütze kombiniert werden. Unten befindet sich ein Reißverschluss, was den Schlafsack befähigt, sich seitlich zu öffnen und auch ein über den Kopf ziehen möglich macht. Die Qualität des Schlafsacks ist in Ordnung. Der Stoff fühlt sich angenehm an und die Füllung wirkt kuschelig und flauschig. Der Reißverschluss wirkt etwas billig und sollte nicht zu rabiat angegangen werden. Dem Preis entsprechend ist dies ein klasse Schlafsack für den Camping-, Festival- und gelegentlichen Bushcraft-Bereich. Dabei ist das persönliche Wärmeempfinden für jeden anders. Ich würde aber dazu raten, diesen nicht in einer sehr kalten Nacht unter 10 Grad zu benutzen. Und wenn doch, dann mit einer Wolldecke zu kombinieren. Als drittes beim Flottendreier heute eine Isomatte. Vorab, diese ist mir als zweites zur Verfügung gestellt worden, sozusagen als Schlafsack. Schauen wir erst einmal auf die Daten. Die Matte wiegt 470 Gramm und ist 185 x 54 x 3 cm groß. Sie kostet ungefähr 40 Euro. Zusätzlich hat sie ein integriertes Kopfkissen und ein Reparaturset dabei. Über das Reparaturset kann ich von der Qualität nichts sagen, da ich noch nie in meinem Leben eine Isomatte flicken musste. Die Matte wird mit dem Mund aufgefüllt, was sich bei mir als leicht erwies, für lungenschwächere Personen aber ein Nachteil sein könnte. Auf der Matte zu liegen fühlt sich sehr bequem an. Auch das integrierte Kopfkissen sagt mir zu. Der Knackpunkt ist, dass man bei meinem Gewicht teilweise zwischen den Elementen den Boden berührt. Somit bietet diese Isomatte zwar Isolation, aber keine sehr große. Ich sehe diese Isomatte in Kombination mit einer Babyfaltmatte oder einer Schaumstoff-Isomatte für den Komfort. Allerdings ist sie natürlich vollkommen sommertauglich und dazu super leicht immer und überall hin mitzunehmen. Abschließend zum Camtoa Schlafset. Dieses ist sehr leicht, günstig und bequem. Dennoch hat man hier keine eierlegende Wollmilchsau, sondern ergänzende und praktische Ausrüstungsgegenstände, die in Kombination mit Schaumstoffmatte und Wolldecke auch in kälteren Temperaturen Sinn machen. Wenn dich noch mehr Outdoor-Ausrüstung interessiert, schau in die Beschreibung dieses Videos. Dort findest du neben den Links zu den gerade vorgestellten Produkten auch eine Liste meiner kompletten Ausrüstung. Viel Spaß beim Stöbern! Ja, das waren alle drei Ausrüstungsgegenstände. Ich hoffe, du hattest mit dem Flottendreier Spaß, konntest ein bisschen was mitnehmen, denn günstige Ausrüstungsgegenstände sind wichtig für uns alle und interessieren auch mich persönlich immer. Deshalb schreib mir doch deine Tipps mal gerne unten in die Kommentare rein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir noch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Flottendreier mehr und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, tschüss.